Willkommen zur neuesten Folge, mittlerweile schon Folge 8 Rising World hier bei Let's Multiplay. Wir bauen, wie ihr gerade sehen könnt, da in dem Video, daneben, da ist es, unsere kleine Burg weiter und unterhalten uns so ein bisschen über Gott und die Welt. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne unten in den Kommentaren einen Kommentar stehen und sehr gerne auch ein Abo dalassen, welches Video gefällt. Falls wir irgendwas bauen sollen, wo ihr sagt so, ey, Mensch, das sollen die Jungs mal bauen, dann schreibt es ebenfalls unten in die Kommentare rein. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge Rising World. So. Zack. Ich merke gerade, ich habe meinen Hammer nicht dabei, sehe ich gerade. Du hast deinen Hammer nicht dabei? Nee, ich habe meinen Hammer immer dabei. Oh, jetzt müssen wir dann wieder einstufen da. FSK 18. Wo ist ja der Meinung? Brauchst du für den auch eine Luftpumpe? Nee. Eine Luftpumpe reicht nicht mehr. Pressluft. Wenn sein Schwanz riecht, ist das genauso wie Käse. Guter Käse riecht auch stärker. Nein. ihr seid echt widerlich, ja. Ja, finde ich auch. Ich dachte schon mal, Tom wäre widerlich, ne? Aber Fail übertrifft das Ganze noch. Ja. So. Der Otto ist da. Wo ist der Otto? Der Otto ist unten in der Quasselecke. Echt? Ja. Nein. Doch. Zieh doch mal rein jetzt. Zieh mal rein. Jetzt ist er weg. Oh. Oh. Also als Randinformation, wer ist Otto? Wer ist eigentlich Otto? Keine Ahnung, ich kenne ihn nicht persönlich, aber das, was ich höre, ist recht lustig. Er ist auch lustig. Ja. Sehr lustig, sehr lustig. Und einen äußerst fetten Viewer-Rekord. Ja, er hatte auf Twitch 11.000 Zuschauer. Ach, das ist der? Ja. Ja, vielleicht kommt da noch mehr. Dann habe ich zu spät geschaltet. Oh. Hätte es auch nicht reinschreiben müssen, dass hier im Channel Aufnahme steht. Dann hätten wir ihn noch überraschen können. Dann hätten wir ihn gar nicht erzählt, dass wir aufnehmen. Was meinst du? Ja, dann machst du draus. Vielleicht kommt er ja dann wieder. Nee, glaube ich nicht. Hat er den Link von der Homepage? Welchen Link? Ja, von der Homepage. GCG-MG? Ja. Weiß ich nicht, ob er den hat. Weil, wenn er den hat, dann sieht er ja, wer online ist oder so. Ach so. Ja. Kann er nicht so sehen, wer online ist? Nee, weil ich das ja so eingestellt hatte, wo unter den Wert liegen, das sehen das nicht, was, ob wer da hören ist in den Channel. Ach so. Deswegen wäre er wieder gegangen sein. Ja, das vermute ich auch. Wobei er sieht, dass ich bei Steam online bin. Naja. Ja, 11.000 Zuschauer muss man natürlich auch erstmal schaffen. Ne? Das ist auch eine Landwirtschaftssimulator. Mit Landwirtschaftssimulator. Mhm. Ja, und was hat er gesagt? Ob ich beim zweiten Mal streamen oder so? Oder irgendwie so. Ja, das. Oder die alle auf unseren auf letzten Multiplayer-Kanal geschickt. Ja. Habe ich aber bis heute noch nicht so gemerkt. Gott sei Dank. Ja. Wer weiß, was das wäre. Ja, aber ich bin ja YouTube geprüft jetzt, ne? das Bild, das muss den Leuten zeigen, das muss dann kurz einblenden, so für eine halbe Minute, dass das wieder sieht. Das sieht man ja fast gar nicht, das ist ja das Beste. Ja, da machst du ein großes Bild und dann verkleinert es das halt nochmal, oder vergrößert es das Bild, weißt du schon. Ja. Das muss genau sieht. Ey, das ist doch ehrlich, ey. Ja, das ist schon ein bisschen. Das tut doch weh. Ja. Ja. Kann nicht jeder Otto sein. Du Otto. Du Otto, ja. So. Also. Alter, ist der Burgwall mächtig, ey. Boah, ich stell mich mal davor, warte mal. Jetzt ist die Frage, wo wir den Eingang überhaupt reinmachen. Auf jeden Fall kann man jetzt nicht mehr durchgucken, das ist doch cool. Ich muss jetzt so gerade mal überlegen, wie wir die Burg machen. Machen wir die
Willst du die auch mit sonst? Nee, die Boot machen wir nicht sonst denn, oder? Die Du machen kannst wir dir grau. aussuchen. Ich glaube, ich nehme. Oh, was ruckelt denn jetzt so? Weiß ich nicht. Bei mir steht alles. Die Welt steht still. Ja, bei mir ist dann wirklich gerade alles so still. Okay. Pup. Sandstein. Was ich echt klasse finde an dem Spiel, das muss man auch mal sagen, man kann zu zweit oder zu dritt in eine Kiste rennen. Ja. Oder alle gleichzeitig. Ja. Das ging bei anderen zum Beispiel nicht. Das stimmt. Aber das kann sich ändern, sehr wahrscheinlich. Also in dem nächsten Update, was der kommt, ne, kannst du jetzt zum Beispiel zum Flo sagen, nee, du darfst nicht in meine Kiste reingucken. Ja, Weil da geht. kommen ja Aber Berechtigungen. das ist ja nicht so Ach schlimm. so. Ja, Obwohl ich sagen muss, ist so unnötig. mit Code dann, oder? Also mit PIN eingeben, so wie bei zum Beispiel 7 Days, da hast du ja einen PIN eingeben können. Ja. Ja, oder vielleicht das, weil es gibt ja schon, wenn du Escape drückst, das Feld Berechtigungen, da, dass du jetzt zum Beispiel sagst, ja, nur der Flo, der darf jetzt auf meine Kiste, oder dass du anklicken kannst, nur ich oder sowas, ne, das weiß ich noch nicht. Also da steht auch nichts Genaueres bei. Naja, da lassen wir uns mal überraschen. Ja. Mann, wie mache ich denn die scheiß Dinger? Die schauen auch So. gut aus. Ich meine, ich weiß gar Naja, nicht, mit wie viel Umladen. Steine ich jetzt hier reingeballert habe schon, ey. Ja, ich habe dir vorher 955 Stück schon gegeben. Ja, die haben ja vorne und hinten nicht gereicht. Was nehmen wir denn als Burg? Weil wir. Ne, warte mal, ich mache jetzt mal hier, das mache ich als Boden, genau. Boden. Dann habe ich schon mehr im Grund. Ich möchte mal über, ich bin überlegen, ob ich die Entwickler einfach mal anschnacke, ob sie Lust haben, ein Interview zu machen. Ja, Video-Interview. wäre echt Oh, das cool immer. wäre cool. So ein Ja. Video-Interview mit Skype oder irgendwie sowas. Weißt du, man einfach reinschalten, einfach mal so fragen, so bla. Also, liebe Zuschauer, ich werde jetzt einfach die Entwickler von Rising World, diese JIV oder JIV, Ja, JLV heißen die, ja. JIV, die werde ich auf jeden Fall mal anschnacken und fragen, ob sie Bock haben, mit uns ein Interview zu machen. Wenn ihr also Fragen habt, postet sie einfach schon mal vorab da unten in die Kommentare rein. Und die besten Fragen werden dann auch live gestellt, falls wir das Interview kriegen. Wovon ich aber sehr stark ausgehe. Die sollten eigentlich ganz entspannt sein. Die Jungs hat zumindest Fail immer berichtet. Ja, genau, die sollen sehr freundlich sein. Ja, also haut es einfach unten in die Kommentare rein und dann eure Frage an die Entwickler von Rising World. Na, da geht es schon ab. Läuft das schon. So. So, Flo hat gesagt, da muss das laufen. der Grundstein für die Burg ist gesetzt. Sehr gut. Jetzt muss wahrscheinlich weiter Steine kloppen gleich, ne? Ja, kannst du gleich hochkommen zu mir. Ja, mach ich gleich mal, warte. Nee, ich meine, du musst weiter Steine kloppen, meine ich. Ja, ich bin ja noch dabei. Ich habe jetzt gerade meinen Grundstein gesetzt für die Burg. Also den Boden mehr oder weniger. Ja, warte. Wie groß wird denn die Burg? Ja, das weiß ich noch nicht. Also groß auf jeden Fall. Ja, dann komme ich mal rum da, warte. So. Geht mein Bild schon wieder, ey. Was ist denn da los? Kein Stein mehr im Inventar. Ne. Hab ich nicht mehr. So, dann komme ich mal hochgeflogen hier. Erdefarm ist so gut, echt. Fangst du rechts an, dass man hier ein wenig Licht bekommt, da? Also hier. Oder warte mal, kann ich ja anfangen. Oh, mein Bild stockt schon wieder. Rechts, links, wo soll ich? Wir brauchen ein bisschen Licht hier, ne? Ja, da müssen wir von der Seite ein wenig. Boss Madlex spielt Black Mesa, oder wie heißt das? Ne, bei mir scheint Life is feudal. Warum stehen bei mir alle Spieler dann dort? Weiß ich nicht. Irgendwie Black Mesa, oder wie das heißt. Ja, Black Mesa, ja. Das ist Half-Life, ne? Wisst ihr, was ihr vergessen habt? Was?
Was denn? Oder was er noch bauen müsst, ein Was? Eingang. Ja. Der Burgmauer. Ja, den muss ich nochmal sehen. Das ist Flo. Ja, wenn er mein Haus baut, dann weiß er nicht mehr, wie er rauskommt, weil er Fenster Tür vergessen hat. So dunkel hier. Irgendwie kann ich mir das sogar richtig gut vorstellen. Ja. Der war echt fies zu Florian. Ja, echt mal. Ich hab's ja nicht anders verdient. Ja, stimmt. Ich frage mich sowieso, warum ich als König hier überhaupt irgendwelche Sachen machen muss. Warum mein Schloss noch nicht fertig ist. Danke. Weil du dein Pöbel nicht unter Kontrolle hast. Ja, echt mal. Der einzige, der vernünftig arbeitet, ist Charlie. Und Hidan. Schleimer. Hidan arbeitet auch vernünftig. Hidan geht gleich von einfach an die Mine und sagt, okay, wir brauchen Steine, ich hol Steine. Ne? Wie groß soll das Schloss eigentlich werden? So. Groß. Also kennst, richtig... kennst du das Schloss von Herr der Ringe? Ja. Das könnte man noch nachbauen. Ja, das wäre eine gute Option. In dem Stein, das Schloss, ne? Ja, genau. Das wo oben, da wo die Drachen sind. Müsste halt mal schauen, wo es Bild gibt davon. Ja, finden wir schon was. Boah, wisst ihr, was ich gestern geguckt habe? Nein, aber du wirst es uns bestimmt gleich verraten. Ja, ich habe gestern Interstellar geguckt. Was für ein Teil? Der soll gut sein, oder? Ja, der ist echt gut. Ein bisschen verwirrend, man muss lange aufpassen. Weil da geht es halt um Wurmlöcher und Zeitverschiebung und so ein Kram, aber der ist echt geil, der Film. Der ist echt, kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist ja sowas wie Stargate dann, oder? Nein. Warte mal. Nein. Da geht es halt, die Menschheit kann auf der Erde nicht mehr überleben und die suchen halt nach Alternativen und haben halt so ein Wurmloch in eine andere Galaxie gefunden. Und dann wollen die halt da reinfliegen. Und, also wir haben ein Forscherteam schon ausgesendet und dann schicken die ein zweites Team los, um zu gucken, welche Planeten bewohnbar wären und so ein Kram. Das ist schon echt gut gemacht, der Film. Viele bekannte Schauspieler mit dabei. Zum Beispiel? Matt Damon spielt mit. Ah, okay. Und Flo? Ja. Kannst du mir einen Gefallen tun? Welchen?